Moin Moin, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crusader Kings 3 mit mir, The Gentleman, und dem Reiche Daura. Ja, wir haben immerhin am Montag soweit geschafft, hier ein zusammenhängendes Gebiet von Daura wieder zu erreichen. Und ja, nun steht der spannende Weg an, uns Stück für Stück aus den Machenschaften von Borno sozusagen zu befreien. Die Jungs sind richtig stark im Verhältnis zu uns. Und wir können aktuell gerade nur auf Grafschaftsebene Regionen anheim bekommen, sodass wir richtig üble Mali an aufgebauten Steuern und Co. in den Griff nehmen müssen. Daher wäre es, glaube ich, gerade wichtig, dass wir es irgendwie schaffen, unsere Aufgebote deutlich zu verbessern. Und das mit den wenig Prestige und Geld, was wir besitzen. Hier würde ich zum Beispiel ein Kriegerlager einplanen in Kano. Okay, und das sorgt erstmal dafür, dass unser komplettes Geld letztendlich aufgebraucht ist. Shavata. Absolute Stammesautorität. Das könnte übel enden.
Das könnte spannend sein. Das wiederum nicht. Hier oben in Gopje auch nicht. Erklären wir doch dort auch noch mal den Krieg, geben hier unsere Truppen aus und ziehen gegen die Truppen in die Schlacht. Okay, hier wird er versuchen, in Deckung zu gehen. Okay, eine Mönche von Ayr. Wo ist denn Bilma? Ah, das wäre dort. Meinethalben. Sobald ich hier meinen persönlichen Krieg beendet habe, können wir gerne drüber reden. Können uns weiter verbessern. Das ist meine Domäne. Seht zu, dass ihr hier wegkommt. Dann habt ihr erstmal Ruhe von mir. Und Klein Daurama braucht einen Vormund. Ihr liegt auf jeden Fall das Finanzielle.
Dann geh auch erstmal dahin. Eine Gemeinde in Not. Es sind turbulente Zeiten für das Häuptlingstum von Diamare. Mich erreichen zahlreiche Berichte über die schlechte Lage. Ich kümmere mich drum. Schlagen wir noch mal kurz die Truppe. Erzwingen unsere Forderung. Haben an dieser Stelle erstmal wieder schön. Wir haben sogar das Oberhäuptlingtum Katsina erobert. Was uns damit befreit hat, hier aus dem Problem mit Bornu. Jetzt müssen wir unseren Freunden hier oben helfen. Wir haben immer noch das Problem, dass wir etwas über unserer Dominschwelle liegen. Bekomme ich das jetzt hin, dass wir hier geschickt gerade mal wieder agieren? Und zwar hier habe ich wieder unseren schönen Dynastiebaum. Freilassung verhandeln. Einfach nur eure Ansprüche abschwören, dann seid ihr komplett tutti.
Können wir dich an den Hof einladen? Wo ist er denn? Auch ihn hätte ich eigentlich ganz gerne an den Hof eingeladen. Wir hätten schon mal ihn hier rekrutiert. Er ist ehrgeizig, zynisch, gierig, ein guter Unterhändler und ein aggressiver Angreifer. Dann würde ich dir eigentlich ganz gerne Diamare und Jauch. Ja. Eigentlich. Nein, das machen wir anders. Du bekommst Jauri, Sokoto und Kebi. Wobei. Nee. Diamare. Und das Häuptling zu Katsina. Ey. Damit haben wir unsere Beschränkung erfüllt. Okay. Er hier ist ein ziemlich guter Diplomat. Und er ist ein guter Ränkeschmied. Zumindest für das, was wir hier haben. Was kann Aisha? Sie kann sonst nichts. Sasuma. Du wirst ersetzt durch Bavo. Dann beeinflussen wir ihn noch mal ein bisschen positiv, unseren Herrn Ratskanzler. Das kann ja alles nicht schaden.
Ich habe Zainab dabei zugesehen, wie sie mit anderen Kindern spielte, als Fatuma plötzlich versuchte, sie zum Boden zu schubsen. Bald brach eine Prügelei zwischen beiden Kindern zusammen. Meinethalben. Dann gucken wir mal, dass wir die Truppen hier gestellt bekommen im Gebirge. Mit 1400 Mann gegen 1000 Mann sollten wir eigentlich ausreichend in der Überzahl sein. Nein. Mein Champion Namis wurde verwundet. Oh, unser Bruder Biram ist leider Gottes verstorben. Und unsere Bekanntschaft Aisha ist verstorben. Sie wurde verstümmelt, ist einäugig und schwer verletzt. Das ist nicht gut. Sie können die Rolle übernehmen. Wir nehmen Drogen gegen die Entspannung. Und haben leider eine Niederlage. Zwei unserer Krieger sind leider verstorben. Moin Moin zurück. Das ist mal wieder was ganz Seltsames. Ja, wie soll ich sagen? Irgendwo hatten wir es letzte Woche schon mal gehabt. Irgendwo scheint teilweise Crusader Kings 3 aktuell irgendwo einen Bug mit drin zu haben, der teilweise dazu führt, dass die Windows-Session teilweise temporär, aber auch manchmal wirklich permanent zu hängen scheint. Eben gerade leider Gottes mit dem schlimmeren von beiden Fällen, sodass gerade nochmal ein kompletter Reboot gemacht werden durfte. Aktuell warten wir gerade noch, dass er uns ins Game gerade reinlädt. Insgesamt ist es ein bisschen unschön, dass er das aktuell ein, zwei Mal schon mal gemacht hat, aber da kann ich leider Gottes gerade relativ wenig gegen tun. Okay, hier sind wir gerade direkt vor der Schlacht. Immerhin könnte es sein, dass wir besser bei der Schlacht abschneiden als eben. Ich hoffe mal, er würfelt ein bisschen besser, als wir es vorher getan haben. Okay.
Okay, mein Champion wurde verwundet. Aber das könnte für uns ausgehen. Ein weiterer Champion wurde verwundet. Nicht nett. Unser Ratsverwalter und unser Ratsmarschall sind verstorben. Denn das nur erstmal als Ratsverwalter dienen und als Marshall kann unsere schwer gezeichnete Namis sich einbringen. Ein bisschen schade. Außerdem, Marjan könnte uns Geld einbringen. Zum Gold. Klingt doch ganz gut. Außerdem, Najibu kann nach dem er seine Frau eben gerade in der Schlacht verlor. Mal gucken, dass er eine neue Partnerin findet. Mit Famasa. Oh, Biram ist verstorben. Ich kümmere mich selbst darum, dass die Entspannung verloren geht bis dahin. Okay, und ich bin mal wieder schwanger.
Oh. Abdulraham, wo hat sie sich als Konkubine genommen? Gemeinheit, Gemeinheit. Einen neuen Versuch. Mehr als schief gehen kann es nicht. Das könnte jetzt zu unseren Gunsten ausgehen. Mein verwundeter Bruder. Es gibt leider nichts, was ich tun kann für dich. Schön, wir rächen uns an ihnen. Oh, und Zwillinge. Morobani und Kukurai. Made möchte seit langem nur noch eines, ein Holzschwert. Ich denke, Entscheidungen. Ein Festmahl, bitte. Ist doch immer gut während des Krieges. Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune. Das Festmahl beginnt. Der hilfesuchende Blick, den mir mein Ratskanzler Shango zuwirft, wird zunehmend verzweifelter. Eine Gruppe Gäste nähert sich der Ecke, in der er sich schon den ganzen Abend versteckt, und die Winde vereiteln seine Flucht. Wie kann man sich hier mal so nur benehmen? Wir werden die Leute mal ein bisschen ablenken. Es kommt zur Katastrophe. Entschuldigung, der Wein. Wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Der gesamte Wein ist schlecht. Das Festmahl ist noch im vollen Gange, doch ohne etwas zu trinken wird die Stimmung grausam schnell umschlagen. Wir werden den Weinhändler noch mal ein bisschen Geld in der Tasche stecken.
Nachdem wir uns beim Essen eine Weile unterhalten hatten, lehnte sich Gumsu Jalila zu mir herüber und teilte mit, wie beeindruckend sie es findet, dass ich mich mit so vielen verschiedenen Dingen auskenne. Ich weiß offenbar, Waren entleckt zu schätzen. Als alle nach Hause gehen, kann ich stolz sagen, dass sich das Festmahl ein wahrer Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil mein Gemahl früh nicht so viel Einsatz gezeigt hat. Und als er die letzten Gäste verabschiedet, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Und gleich noch eine Jagd hinterher. Gerade als meine Schwägerin Fasama und ich einen Hügel erklimmen, hören wir es. Das Knacken von Ästen, Rascheln im Unterholz, Vögel, die verängstigt zwitschern. Dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Hirschbock kommt direkt auf uns zu. Der Weg des Tieres wird hier vor mir enden. Okay, wir wurden dabei verwundet. Haben wir eigentlich einen Arzt? Anscheinend aktuell nicht. Die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große während die Diener unsere große Beute, anderweitig erlegtes Wild, für die Rückreise vorbereiten. Alles, das schief gehen konnte, ging gefühlt auch schief. Doch es gab einen Silberstreif am Horizont. Wir gehen enttäuscht nach Hause zurück. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für eine Galadima und ihren Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl gestellt. Aua? Oder Bankano? Aua kann zwar vieles, aber ist auf jeden Fall kein Arzt. Er ist wahnsinnig, aber auch garantiert kein Arzt. Gut, Freunde, zieht mal weiter. Wir ziehen hinter seinen Truppen her. Schön. Unsere Verbündeten haben gewonnen. Unsere Truppen können hier nach Kano zurückkehren. Und wir verbessern unsere Hauptbücher. Ja, ihr seid Galadima, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht.
dass mein Champion Ikechukwu so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, er hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun, aber ein solches Verhalten, dass sogar er Probleme hat, das beunruhigt mich ungemein. Ja, er ist leicht reizbar. Bekommen wir ihm auch noch einen interessanten Partner zugeschustert. Ich glaube, Mariam. Meine teure Schwester, ich nehme die vorgeschlagene Heirat an. Ausgezeichnet. Ah. Sie war am Hof von Ayr. Narmis ist leider verstorben. Dann darf Mariam sich beweisen. Zwei Kinder brauchen einen Vormund. Sie geht Richtung Kampfkunst. Ist Mariam doch ein ganz guter Vormund für dich? Du machst eine Diplomatenausbildung. Dann gehst du zu meinem Bruder.
Oh. Er hat keine Partnerin mehr. Wo ist er denn gestorben? In der Schlacht erschlagen. Die Arme. Beeinflussung, Infiltratoren. Mir kommt zu Ohren, dass einige Gemeinden meines Reiches nach Kaduna ziehen, wo mein Ratskanzler Shima Shango residiert. Das ist ja nicht so dramatisch. Seinab ist erwachsen geworden. Unsere Tochter und Erbin. Ist ein knausriger Buchhalter, also nicht wirklich toll. Und auch fähigkeitstechnisch, ja. Bekommen wir hier nicht irgendwie die Möglichkeit, dass wir hier mal ein bisschen brauchbares Erbgut in die Dynastie reinbekommen? Robust. Ist zwar kein wirklich toller Partner, aber die dürften zumindest ganz gut harmonieren. An die gütige Ina allzu gerne nehme ich die Heirat an. Das ist schön. Und Fadima kann einen Vormund gebrauchen. Sie lernt. Ränkespiel. Da kann sie bei Nu in die Lehre gehen.
Bei meiner täglichen Verwaltung des Reiches sind mir einige Gelegenheiten aufgefallen, die ich nachgehen könnte. Sie alle haben großes Potenzial, aber ich muss mich für eine entscheiden. Ich frage es nun, welche mir wohl den größten Nutzen bringen wird. Wir können Folienten wiederentdecken. Gegebenenfalls bringt uns das Verwaltung und Bildung für 5 Jahre oder nur Verwaltung. Wir können Chima unterstützen gegen einen Gefallen. Oder wir könnten schauen, dass wir unsere Schatzkammer auffüllen. Wir sind mit 32 noch recht jung. Nee. Wir holen uns die Kohle. Und die reizende Ina. Ich fordere euch auf, unser Bündnis die Treue zu halten. Gesundheit. Wo? Tumak. Da unten. Darasir. Keine Ahnung, wo das nun wieder ist. Ja. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Dahin wäre Darfur. Meinethalben, dann gehen wir mit euch in den Krieg. Und das könnt ihr unter euch ausmachen. Nein, aber wir unterstützen mal gegen den Bauernaufstand und geben hier noch mal unsere Truppen aus. Das ist ein leichter Krieg, der sich für uns ziemlich positiv ausmalt. Die feindlichen Truppen haben wir komplett auseinandergenommen und jetzt können wir uns wieder auflösen. Aber wie gesagt, wenn es gerade derartig mäßig stabil nur läuft,
Dann sage ich mal an der Stelle soll es das für uns gewesen sein und dann schauen wir, wie es dann bald weitergeht mit unserer leicht angeschlagenen Galadima-Ina von Gazina. Das ist ja fast auch schon wieder ein Zungenbrecher.